Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Minecraft. Das müsste hier die 41. Episode sein. Ich werde ein wenig, oh, hier ist es ein bisschen dunkel. Also zuerst einmal, wie ihr gesehen habt, ich habe, hey Zombie, wo auch immer du bist, ist mir egal. Ich habe die Lampen des Tag- und Nacht-Sensors ein wenig ausgeweitet über den gesamten Berg hinüber, sagen wir hinüber. Passt besser. Wie ihr sehen könnt, bin ich hier lang gegangen und habe überall diese Lampen verlegt. Sogar unter den Wasserfall da. Da ist eine Höhle drin. Ich kann es euch mal ganz kurz zeigen. Hier. Moment. Hier mache ich es einfach mal. So, und schließe das gleich wieder ab. Wie ihr sehen könnt, hier überall Lampen und so weiter. Überall Kabel. Aber das werde ich noch weiter ausweiten, denn es ist noch lange nicht genug. Ich muss, ich gehe wahrscheinlich dann da rüber noch und zusätzlich noch auf den Berg drauf, damit ich wirklich sicher gehen kann, dass jede Stelle hier über die Nacht über beleuchtet ist. Es ist nicht perfekt beleuchtet, also wie ihr sehen könnt, sind manche Stellen hier noch extrem dunkel, wie zum Beispiel hier 7. Aber es sollte eigentlich die Monster-Spawns nachts über regulieren, wenn ich überhaupt überall lang gehe, aber... Wie gesagt, jetzt noch ist es unvollständig. Sieht aber schön aus, wenn es hier alles so mit Delay über den gesamten Berg zieht, mit dem Licht. Aber, wie gesagt, halt's Maul, Zombie. Ich habe ein kleines Update. Und ich zeige euch jetzt mal noch die anderen Sachen, die ich gebaut habe, während ihr weg wart. So, hier sind wir gerade in unserer Lobby. Es hat sich nicht viel verändert hier, außer ein paar Stellen. Nämlich, das habe ich... glaube ich, noch nicht gezeigt. Nämlich hier habe ich ein wenig ausgebessert und vor allem, gleich kann ich euch mal zeigen, hier den Weg nach unten, habe ich ein schönes Vorzimmer gemacht. Ich kann übrigens mal schlafen, damit die Monster-Spawns wieder an sind. Habe zusätzlich auch noch ein paar Höhlen beleuchtet im Umfeld. Bin ordentlich überall lang gegangen und habe dann mal geschaut, was alles noch beleuchtet werden könnte. Und was soll ich sagen? Jetzt müssen eigentlich die Monster-Spawns besser sein. Also ihr werdet dann wirklich regelmäßig Monster runterfallen sehen. Und zusätzlich seht ihr da oben ganz vage eine Art Wasserbremse. Das heißt, die Mobs, die von oben nach unten fallen, gehen durch die Wasserbremse. Was darin resultiert, dass die Typen hier da unten landen und nicht sterben, aber eben fast tot sind, wie ihr sehen könnt, mit einem Hit. Und ich gehe mal runter. Ups, da ist ein Skeleton. Hey du, du hast verfehlt. Ja, wie gesagt, die werden dann hier unten landen, wenn ich hier stehe oder beziehungsweise wenn ich gerade in meiner Base bin. Und dort, wenn ich dann Zeit habe, kann ich dann da runtergehen und alle Mobs killen und so weiter. Und ich will die Bones und so weiter verbrennen, denn ich brauche die gar nicht mehr. Ich habe tausende davon, deswegen weg damit. So, das alles hier ist ausgebessert, es ist verschönert, damit es nicht so langweilig aussieht, weil vorher war ja so ein Steinweg und bla und was auch immer. Und das ist jetzt schon mal das Update dafür und ich zeige euch noch was. Wo kommen diese ganzen Monster her? Die Spawn, da oben ist alles beleuchtet, also da unten bei dem Slime-Ding ist alles beleuchtet. Wie kommt ihr da rein? Drecksack, ihr sterbt. Komm. Wenn ich dann nochmal einen sehe, dann gehe ich mal da runter und guck mal, was da los ist hier. Hier wird ja nicht... Hier sind wir. Oh, das war ein Creeper. Moment, während ich euch hier erkläre, kann ich ja kurz mal hier runter und um die Netherward-Farm hier kümmern. Zack, 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 zack. So, 38 Stück aus einem einzigen Ding. Das ist wirklich Effizienz hoch 6, um das mal so schön zu formulieren. Auf jeden Fall, ich habe hier einen Tunnel angefangen. Und dieser Tunnel, wer kann es beantworten... Der führt direkt zum Stronghold. Ich werde hier noch nicht lang gehen, sondern stattdessen werde ich etwas anderes tun, nämlich ich werde erstmal einen Dispenser holen. Und ein wenig noch andere Sachen. Und wir sehen uns gleich. Hallöchen Slime. Was ich jetzt vorhabe, ist folgendes. Ich werde jetzt direkt hier vor den Eingang zum Stronghold, werde ich eine Art Dispenser platzieren, bei dem ich dann einfach nur hier dran laufe. Per Schalter aktiviere ich dann, ich kann übrigens mir eine Pressure Plate basteln, per Schalter aktiviere ich dann einen Dispenser, der mir eine Speed Potion gibt. Und mit der renne ich dann da sozusagen durch. Moment, ich nehme mal hier. Wie wäre es, wenn ich, ich mache mal was Neues. Hier sind alles Awkward Potions, ne? Ja, dann brauche ich hier nur, ich will einmal Zucker und einmal Glowstone Dust und ich will noch einmal, Gunpowder, genau. So. Die drei werde ich jetzt benutzen, was braun. Zack, zack. Zack. So. Erstmal das hier rein. So. Und bevor wir jetzt gleich nochmal den Rest reintun,
Es sieht übrigens schön aus hier. Ich finde das gemütlich. Es wärmt mich auch ein bisschen im Herzen auf, denn bei mir in der Wohnung ist es ziemlich kalt. Übrigens, für alle, die es interessiert, die Folge wird ja relativ spät kommen, da es jetzt das neue System ist, dass ich die Minecraft-Folgen dann schneide und jeweils einzeln hochlade, anstatt eine Session aufzunehmen. Heute ist der 8. Oktober. Und, Moment, ich nehme noch einen zweiten Dispenser. Noch die Pressure Plates hier mit. Und, ja, werde das einzeln aufnehmen und dann für jedes dann eine Folge machen. Und, ja, dabei arbeite ich dann eben offline. Wie ihr gesehen habt, habe ich schon einiges offline gemacht und ich hole mal ganz kurz die Repeater und wir sehen uns gleich dann vorne. Ja, ich werde natürlich jetzt erstmal das Dispenser-System aktivieren hier, beziehungsweise das installieren. Und dazu brauche ich erstmal zwei Dispenser. Wir brauchen Redstone-Torches eventuell, ich weiß nicht genau, wie ich das regle. Und dazu die Pressure Plates, aber bevor ich das tue, mache ich hier noch... aktiviere ich hier noch mein schönes Brewing System und mach mal Potion of Swiftness hier. Ich werde natürlich Potion of Swiftness 2 benutzen. Und zwar Splash Potions, die dann direkt rauskommen und ich sozusagen aktivieren. Ich mach das mal so. Und hier ist, glaube ich, schon das hier. Okay, das ist nicht so schlimm. Wir setzen mal den Dispenser hier hin. Und warte mal, wie mache ich das am besten? Ich setz hier das hin. Moment, so, so, so. Und wenn ich jetzt hier eine hier Redstone hinmache, dann aktiviert es sich natürlich. Das teste ich mal ganz kurz aus. Jo, funktioniert. Okay, wenn ich jetzt hier ein Dings mache, wenn ich jetzt hier einen Repeater hinsetze, das wird natürlich nicht funktionieren, ne? Es gibt, glaube ich, eine kompakte Möglichkeit. Ich bin gleich wieder da und guck mal nach, was da alles gibt. So. Ich habe mir mal ein paar Sachen angeguckt und ich glaube, eins davon ist am besten. Moment mal. Ich muss das mal kurz hier fixieren und so. Wer ist denn, wenn wir erstmal so machen? Dann mache ich hier ein kleines Loch rein und entferne den Dreck hier, der offensichtlich voll im Weg ist. Ja. Mache hier ein wenig Platz. Und dann zeige ich euch von der Seite, wie genau ihr einen ganz schnellen Dispenser aufstellen könnt, der einmal ausspuckt, wenn ihr draufklickt. Und zwar nicht fehlerhaft, sondern richtig. So, zack. Das ist der Dispenser. Der, Moment. Ich muss kurz dran denken, auch noch hier hinzugehen. Und wie ihr sehen könnt, habe ich hier schon alles wieder aufgebaut. So, das sind meine Speed 2 Potions, die mache ich jetzt zu Splash. So, jetzt gehe ich zurück und zeige ich euch jetzt wirklich. So. Also, zuerst einmal haben wir hier den Dispenser. Der muss da bleiben. Wir haben hier eine Pressure Plate. Und diese Pressure Plate wird dann das hier aktivieren. Wir gehen, wir machen hier ein Redstone Dust. Der aktiviert sich, sobald wir die Pressure Plate da betätigen. Dazu den Redstone Repeater hier hin. Hier in eine Fackel und dann, Moment, muss hier noch freimachen. Gehen wir eins hoch, hier etwas hin und dann hier Redstone Dust. Und dann müsste sich dann aktivieren. Moment, du kannst mal weg hier. Ah nein, falsch rum. Okay, Moment, dann müsste hier eine Fackel hin. Okay, so. Also braucht ihr einfach nur ein Redstone Dust, ein Repeater, zwei Fackeln und einen Dispenser. Dann füllt ihr den Rest hier aus. Und das könnt ihr auch übrigens auch zumachen. Das funktioniert prima. So. Jetzt setzen wir das Holz wieder hin und fixieren das dann später. Denn wir wollen hier mal ganz schnell was aufbauen. Und dazu gehen wir mal zurück und holen uns jetzt die Splash Potions. Und dann kann ich euch endlich zeigen, was ich da hinten gemacht habe. So, ihr kommt mit, meine Freunde. Ihr müsst mitkommen. So. Und ich hoffe, ich habe genug Hunger dafür. Halt's Maul, Zombie. Ist okay. Wir stecken mal die drei hier rein. Und diese werden uns jetzt in die Fresse fliegen. Genau. Und jetzt haben wir für... Ups. 1-4 haben wir Speed 2. Mit der rennen wir jetzt den Gang hier entlang. Und hier muss ich noch abbauen. Moment. Ich baue das mal ganz kurz hier nach unten. So. Das mache ich hier noch besser, aber so bleibt das nicht hier. So, jetzt rennen wir mal den ganzen Gang entlang. Und übrigens werde ich euch am Ende der Aufnahme hier
die Clips zeigen, mit denen ich hier TNT und so weiter gesprengt habe. Das hat lang gedauert und vor allem das Putzen überall. Ich habe alles damit Smoothstone ausgefüllt. Hat extrem lange gedauert. Moment, ich drück mal kurz das hier, damit es neu lädt. Damit ich gerade vorne kein Loch habe. Und ach du Scheiße, das ist lange, glaub mir. Zuerst einmal geht es hier extrem lange in eine Richtung bei ungefähr, ich glaube, 20 oder 0, je nachdem. Geht es dann nach links. Und das hat mich insgesamt, ich glaube, 4 TNT-Stacks gekostet. Und ich sollte eventuell essen. Genau. So, und jetzt kommt der lange Weg. Wir sind uns am Ende.